zur Agenda 2010 will ich was vorstellen und zur Diskussion stellen. Dieser Name hat was Programmatisches. Was unser Kanzler damit sagen will, ist, hier soll eine Politik im Sozialstaat angepackt werden, die über den Tag hinaus wirksam ist. Und damit will er selbst einen Unterschied machen zu der Sorte Sozialstaatspolitik, mit der der Bundesbürger seit Jahren unangenehm vertraut gemacht ist, nämlich diesen eigentlich jährlich stattfindenden Sozialabbau nach Kassenlage in den Sozialkassen. Das ist man wirklich gewöhnt, das hat der Blüm genauso gemacht wie seinen Riester-Nachfolger, immer mit dem Verweis darauf, dass die Sozialleistungen die Einnahmen der Sozialkassen übersteigen, die Notwendigkeit von Reformen zu begründen, die sehr eintönig waren, Leistungen streichen, Beiträge insoweit steigern, als sie nicht die Lohnnebenkosten zu doll hochtreiben. Hat immer eins offenbart, diese Logik der Anpassungsreform, nämlich das schäbige Konstruktionsprinzip dieser Sozialkassen, überhaupt des Sozialstaats als Sozialkasse. Dieses schäbige Prinzip, dass eine soziale Sicherung der Leute, die auf diese Kassen angewiesen sind, offensichtlich immer unmöglicher wird, je nötiger die Leute sie haben. Je mehr Leute arbeitslos werden, desto unmöglicher wird ihre Absicherung, weil sie mehr Sozialleistungen kosten und weil sie als Beitragszahler ausfallen. Das ist das schnöde, schäbige Konstruktionsprinzip, das da seit Jahren als Politik waltet. Aber wie gesagt, die sozialgrüne Bundesregierung will mehr als wieder eine solche Anpassungsreform. Die ist in diesem Jahr sowieso schon gelaufen. Was sie einem da vorstellt, ist so etwas wie, es soll einen richtig strategischen Befreiungsschlag für Deutschland geben. Und der soll ausgerechnet dadurch zustande kommen, dass man mal richtig gründlich mit dem System des Sozialstaats Revision macht. Und diese Revision wird eingeleitet dem Inhalt nach, dazu will ich was sagen, aber auch ein bisschen in der Form des politischen Vorgehens, des politischen Klimas. Das Ganze ist richtig vorgestellt worden, dieses Programm verknüpft damit, dass der Kanzler schon mal gleich dieses Bündnis für Arbeit gekündigt hat und es war klar, wer da nicht mehr Einfluss auf die Politik haben sollte, nämlich die Gewerkschaften. Und in den letzten Tagen und Wochen hat man auch da eindeutige Veränderungen des politischen Klimas studieren können an dem Eingriff der Politik in diesen 35-Stunden-Wochen-Streik der IG Metall in Ostdeutschland. Da ist das Volk ja regelrecht gegen die Gewerkschaft von ganz oben aufgewiegelt worden. Ich stelle vorweg mal den Radikalismus im Maßstab der Sozialreform vor. Der darin liegt, dass die einem dargestellt wird, das soll der Befreiungsschlag überhaupt für Deutschland werden. Da liegt schon dadurch ein Radikalismus vor, weil sich dann eben der Sozialabbau gar nicht mehr einfach an dem sozusagen sozialstaatsinternen Maßstab der Sozialkassen bemessen soll, sondern es ist im Grunde genommen die Aussage, der Sozialstaat ist die Ursache für die Malaise ganz Deutschlands in Sachen Wachstum und in Sachen politischer Stellung. Und daran muss ich jetzt die Sozialreform bemessen. Der Erfolgsmaßstab gelungener Sozialpolitik ist, Deutschland wieder flott zu machen und nicht nur die Sozialkassen auszugleichen. Zu drei Punkten will ich also was sagen. Was ist das für eine Logik von
Sozialstaatspolitik, die da eingeführt wird. Zweitens schon angesprochen, was ändert sich an dem demokratischen und auch sozialdemokratischen Innenleben, am politischen Klima in Deutschland? Und das Dritte soll sein, was ist eigentlich der Grund für diese Sorte Politik? Ich will es von der Ecke erst nochmal her aufziehen, weil ich meine, da wird verlangt eine ziemlich gründliche Umkehr im Sozialstaat, möchte ich es von der Ecke aufziehen, dass ich nochmal kurz in Erinnerung rufe, so ein paar Konstruktionsprinzipien dessen, was den Sozialstaat überhaupt ausmacht. Nicht lange. Es sind nämlich im Grunde genommen zwei wesentliche Taten der Politik, Einrichtungen der Politik, die den Sozialstaat ausmachen. Das eine Feld ist, dass der Staat als Rechtsstaat überhaupt so etwas herstellt gesetzlich, wie die Vertragsfähigkeit von Lohnabhängigen mit den Unternehmern. Dass so etwas wie Tarifvertrag überhaupt zustande kommen kann. Dazu bedarf es einer staatlichen Tat. Die Lage ist nämlich die, da gibt es auf der einen Seite, übrigens auch dank staatlicher Tat, die Klasse der Eigentümer, die von Rechts wegen Eigentümer an allen Produktionsmitteln und Lebensmitteln sind. Und denen gegenüber gibt es die anderen, die an Lebensmittel nur herankommen, wenn sie sich Geld durch Arbeit bei diesen Eigentümern verdienen. Und das ist eine Situation, die dem Staat, der den Kapitalismus will, eingeleuchtet hat als eine, da muss er etwas einrichten, dass das überhaupt zu einem Vertrag zwischen zwei Rechtssubjekten gängig wird. Denn das ist eine Erpressungslage. Wenn alle Lebens- und Produktionsmittel in der Hand des Eigentums sind, dass dann die andere Seite ins Unermessliche erpressbar ist, bis hinein ins Existenzgefährdende. Und die Maßnahme, die er ergriffen hat, ist im Prinzip die, er erlaubt, er lizenziert unter lauter rechtlichen Auflagen eine Gewerkschaft, also den Zusammenschluss der Lohnabhängigen zu einem Kollektivvertragspartner und in ganz, ganz eng definierten Rechtsbahnen ist dem sogar die Erpressung der anderen Seite durch ein bisschen Arbeitskampf zugestanden. Wer es nachlesen will, wie eng das ist, soll den Artikel 9 Grundgesetz lesen. Ich glaube, 9 ist es. Das ist mal das eine, das ist Sozialstaat. Er stellt überhaupt den Verkauf von Arbeit an die Eigentümer von Produktionsmitteln als gängiges, als machbares, als durchführbares Rechtsgeschäft zwischen zwei Parteien her, indem er der einen Seite ein bisschen Erpressungsmacht außerökonomischer Art zugesteht. Die zweite Materie sind diese Sozialkassen. Was sind die denn eigentlich? Ich will das wirklich nicht lang machen, bei der Gesundheit haben wir es das letzte Mal sehr im Detail schon vorgestellt bekommen. Es ist, das ist das, was du schon angesprochen hast, eigentlich nichts anderes, als dass der Staat sich gleich an der Quelle zum Besitzer von mittlerweile 42% des Bruttolohns macht, den in eine Zwangskasse abführt und ihn dann gesetzlich nach Zwangsregeln umverteilt auf die Leute, die gerade nicht am Verdienen sind, weil sie krank sind, weil sie arbeitslos sind, weil sie als Alte in die Rente ausgemustert worden sind. Eine Zwangsumverteilung des Gesamtlohns der Benutzten unter den Lohnabhängigen auf die gesamte Klasse der Leute, die in diesem System nun mal von Arbeit ihr Geld verdienen müssen, weil sie eine andere Geldquelle nicht besitzen. Also auch auf ihre Schadensfälle. Das sind im Prinzip die beiden Großtaten des Sozialstaats. Und man kann gleich bemerken, als Prinzip, also nicht damit jetzt das am Ende zum Verteidigen des Sozialstaats ausartet, wenn man mal erklärt, wie sie ihn jetzt zerdeppern.
wie er eingerichtet ist, ist der ganze Gesichtspunkt der, der Staat anerkennt, zur Lohnarbeit gehört, wirklich existenzgefährdende Erpressbarkeit und Armut, sodass etwas unternommen werden muss, das ist die Anerkennung, damit Lohnarbeit überhaupt aushaltbar, benutzbar von der Gesellschaft, durchführbar für die, die davon leben wollen und vom Staat beherrschbar bleibt. Die Systemlogik dieses Sozialstaats für sich ist schon das Schäbige, dass sie eine bleibende Quelle für die berühmten Risiken und Notfälle der Leute, die in diese Kassenreihen gehören, unterstellt, statt sie abzuschaffen. Eine bleibende Quelle von Schäden, meine ich. Dass sie den bleibenden Schaden von denen und die Existenzgefahr von denen unterstellt, statt sie abzuschaffen und eben eine Vorkehrung trifft, wie trotzdem dieses Verhältnis durchführbar ist. Durchführbar sein soll. Und jetzt tritt in den letzten Jahren, aber jetzt nochmal ausdrücklich mit Paukenschlag im Jahre 2003 der jetzige Bundeskanzler an und macht eine Bilanz von diesem Sozialstaat. Eine sehr kritische Bilanz. Da will ich ein zentrales Zitat aus seiner Regierungserklärung vorlesen und daran zeigen, was da eigentlich los ist. Stand auch in diesem Ankündigungstext das Zitat. Der sagt: Die Struktur unserer Sozialsysteme ist seit 50 Jahren praktisch unverändert geblieben. An manchen Stellen, etwa bei der Belastung der Arbeitskosten, führen Instrumente der sozialen Sicherheit sogar zu Ungerechtigkeiten. Zwischen 82 und 98 sind die Lohnnebenkosten von 34 auf fast 42% gestiegen. Daraus ergibt sich nur eine Konsequenz. Der Umbau des Sozialstaates und seine Erneuerung sind unabweisbar geworden. Dabei geht es nicht darum, ihm den Todesstoß zu geben, sondern ausschließlich darum, die Substanz des Sozialstaates zu erhalten. Und dann noch ein Argument, wie sich das Volk übersetzen soll, was er da bilanziert. Die Lohnnebenkosten haben eine Höhe erreicht, die für die Arbeitnehmer zu einer kaum tragbaren Belastung geworden ist und die auf der Arbeitgeberseite als Hindernis wirkt, mehr Beschäftigung zu schaffen. Was bilanziert da der Herr des deutschen Sozialstaats? Er sagt, und da kann man ihm das Faktum nicht bestreiten, schaut euch doch das mal an, die sozialen Abzüge für die Sozialkassen, die fressen Zug um Zug den Nettolohn der Beschäftigten auf. Mittlerweile bis zu 42% vom Brutto. Ja, aber was ist denn das eigentlich? Was hat er denn damit festgehalten? Was bilanziert er denn da in Form seiner Kasse? Er bilanziert bloß folgendes Verhältnis. Es gibt in dieser Klasse der Lohnabhängigen einfach immer mehr Schadensfälle, immer mehr Leute, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, weil anders das Geld nicht fließt. Arbeitslos, krank, Rentner. Und auf der anderen Seite rechnet sich dieses zu denen hin Umverteilte auf einen zu niedrigen Lohn in Deutschland. Der Lohn der Beschäftigten hält das nicht aus, sagt er eigentlich. Der ist zu klein dafür, als dass man dem immer was abzweigt für das Betreuen der Schadensfälle aus dieser Gruppe von Verdienern. Nehmen wir die andere Behauptung von ihm. Der Sozialanteil macht den Bruttolohn für die Arbeitgeber zu hoch, sagt er. Zu hoch, als dass dies noch richtig finden, Leute einzustellen, Leute in ihren Fabriken und Büros arbeiten zu lassen. Auch da kann man zumindest nicht bestreiten, dass das Unternehmer so sagen.
Aber was wird denn da einem vor Augen geführt? Was ist denn die Substanz dieser Mitteilung? Dann ist damit gesagt, dass der Lohn, so wie ihn Unternehmer als Preis für Arbeit, die für sie rentabel ist, die bei ihnen Gewinn bringt, kalkulieren, dass der sich nicht verträgt, dass der Lohn der Beschäftigten ausreichen soll, alle irgendwie über die Runden zu bringen, die von Lohnarbeit leben müssen. Dann ist es ganz elementar bilanziert ein Klassengegensatz. Dann ist der Lohn als Mittel der Unternehmer, um Arbeit einzukaufen, die ihr Geschäft rentabel macht, im Gegensatz zum Lohn als Einkommen der Klasse von Leuten, die von unselbstständiger Arbeit leben müssen. Das bilanziert der Mann da einfach. Das sagt er einfach hin. Er sagt es dahin, diesen Klassengegensatz, der nun wirklich charakteristisch für den Kapitalismus ist, und zwar in einem Tonfall, dass jeder sagen soll, so ist es. Ja, Logo, was denn sonst? Geht nicht anders. Wie ein Sachgesetz soll man diesen Interessensgegensatz zugunsten der Arbeitgeber durchgehen lassen. Mal die beiden Sachen zusammengenommen. Was bilanziert dann der Kanzler? Und zwar wirklich ganz primitiv mit dem Finger auf die Sozialkassen und auf diese Sozialabzüge beim Lohn. Er bilanziert unterm Strich eigentlich nur den schlechten Lohn in Deutschland oder eben die schlechte Lage derer, die von Lohn leben müssen. Er bilanziert die mittlerweile erreichte, die aktuelle Stufenleiter des Gegensatzes zwischen Lohnarbeit fürs Kapital, wie Unternehmer Lohnarbeit kalkulieren und einsetzen, und Lohnarbeit als dem einzigen Einkommensmittel für die Leute, die nicht von Eigentum leben können. Er bilanziert, dass der kapitalistische Fortschritt, dieses Rationalisieren des Einsatzes von Lohnarbeit, der kapitalistische Fortschritt in der Benutzung von Lohnarbeit, dazu führt, dass immer mehr Lohnabhängige relativ überflüssig gemacht werden, auch dass sie relativ immer mehr unbrauchbar gemacht werden. Da verweise ich auf den Gesundheitsvortrag vom letzten Mal. Dass sie früher ausgesteuert werden als welche, die nicht mehr diese Olympiareifen durchrationalisierten Fabrikmannschaften durchstehen können. Das bilanziert er, dass damit die Summe der gezahlten Löhne sinkt, dass das Kapital auch gleichzeitig die Höhe der gezahlten Löhne senkt. Das also der Fortschritt der Benutzung von Lohnarbeit in Deutschland zu einem neuen Zwischenergebnis geführt hat, dass die Lohnarbeit als Einkommen für die Leute immer unbrauchbarer macht. Das ist der Sache nach die ganze Bilanz, die er da vorträgt. Nur so soll man es nicht sehen. Und dass man es übrigens nicht so sieht, das beruht auf einer ganz primitiven Systemeigenschaft des Kapitalismus. Es ist nämlich Systemeigenschaft des Kapitalismus, dass die Abhängigkeit vom Lohnverdienen, also die Lohnabhängigkeit, dass der Bedarf, ich muss irgendwie doch meine Brötchen verdienen durch Lohnarbeit in einer Welt des Eigentums mit Preisen, dass der härter gilt, zuverlässiger gilt, je weniger zuverlässig die Leute vom Lohn leben können. Natürlich haben die eine Alternative, die könnten sagen, es taugt nichts, diese Art zu leben. Aber wenn sie sich darauf einlassen, in diesem Laden über die Runden kommen zu wollen, dann gilt dieses schnöde Systemprinzip der Lohnabhängigkeit. Die zieht ihr Band eher enger, je schlechter man vom Lohn leben kann.
Kennt ja auch jeder aus der einfachen Erfahrung, wenn man von Entlassung bedroht ist, nimmt man auch den schlechteren Arbeitsplatz an. Nur deswegen, weil das System diese perfide Eigenschaft hat, kann sich ein Kanzler hinstellen und das Folgende, wo er eigentlich eine vernichtende Wahrheit über Lohnarbeit ausspricht, als eine einzige Sorge um die Lohnabhängigen vorzutragen. Als er kümmert sich um die und sagt, das geht doch mit euch nicht so weiter. Die entscheidende Lüge, mit der er operiert, die geht so. Und die kam in diesem Zitat auch schon vor. Man soll die Sache nicht so sehen, dass die Lohnarbeit die Lohnabhängigen schädigt, sondern die Lohnabzüge beziehungsweise auf Seiten der Arbeitgeber die Lohnnebenkosten. Die sind der Schaden, dem sich der Kanzler tatkräftig widmet. Und das tut er dadurch, dass er aus dieser Bilanz ein grundsätzliches Umdenken im Sozialstaat verlangt und in die Tat umsetzt. Das grundsätzliche Umdenken benutzt diese Formel von oben. Die Lohnnebenkosten sind ein einziges Hindernis für Beschäftigung. Und es benutzt diese Aussage nicht, wie ich sie benutzt habe, als eine Offenbarung über die Kapitalistenkalkulation in Sachen Arbeit. Dass die nämlich Kosten für Arbeit als Hindernis erklären, Arbeit für sich zum Gewinn zu benutzen. Das wäre mal Wahrheit. Sondern man soll sich's als Sorge um Beschäftigung angedeihen lassen, dass diese Lohnnebenkosten ein einziger Schaden sind, weil sie Beschäftigung unmöglich machen. Das ist die brutale Sichtweise, die man einnehmen soll, die einem nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch vom Kanzler angedient wird. Die hohen Lohnnebenkosten zwingen die Arbeitgeber zur Entlassung, verhindern Beschäftigung, dezimieren die Nettolöhne, machen Arbeitsplätze unsicher. Diese Aussage stellt das wirkliche Verhältnis von Lohnarbeit und Sozialkosten auf den Kopf. Das wirkliche Verhältnis ist, die Entlassung und die Lohnsenkung durchs Kapital produzieren mehr Bedürftige für Sozialtransfers und lassen zugleich die Sozialkassenbeiträge versiegen. Hier in der Agenda 20.000 die umgekehrte Behauptung. Der Sozialstaat ist nicht die nachfolgende Betreuung der vom Kapital verursachten Schäden bei Lohnarbeit, sondern umgekehrt, der Sozialstaat mit seinen Lohnnebenkosten ist die Ursache aller sozialen Schäden. Das leitet eine richtige Umkehrung in der Systemlogik des Sozialstaats ein. Ja, die hatte ich oben gesagt als diese schäbige Systemlogik. Damit Lohnarbeit geht, muss man die aus ihr sicher hervortretenden Existenzrisiken und Schadensfälle durch diese Zwangskassen betreuen und gängig machen. Hier jetzt umgekehrt, das zu unternehmen, produziert überhaupt die Schäden, ist die Behauptung. Das ist als erstes mal ein sehr hartes und sehr politisch ernst gemeintes Fazit zum Sozialstaat. Mit der Agenda 2010 will die sozialgrüne Regierung wirklich so etwas wie eine definitive Bilanz behaupten. Dieses soziale Umverteilen des Lohnes geht nicht. Das sagen Sie in dem SPD-Leitantrag so, dass Sie sagen, wir müssen uns von einer Vorstellung des Sozialstaats lösen, der auf Sozialtransfers beruht. Das geht nicht, sagen Sie. Das heißt, genau diese Grundidee der Sozialkassen,
Man muss es durch Zwangskassen und Zwangsumverteilung hinkriegen, den Lohn der Beschäftigten irgendwie auszudehnen, umzuverteilen, sodass er ein Lebensmittel der ganzen Klasse von denen ist, die halt von Lohnarbeit leben müssen. Das, sagen sie, geht nicht, das schadet nur. Und so kommt es zu dieser Devise: Der Sozialstaat ist ungerecht, ist unsozial. Wenn das die Diagnose ist, die man aus der Regierungspolitik sich abholen soll, dann liegt das Rezept ja schon auf der Hand. Und das folgt als zweites gleich beim Schröder. Wenn Sozialtransfer nicht nur nicht geht, sondern die Ursache aller Schäden ist, dann heißt die Umkehrung: Sozial ist einzig, was Arbeit schafft. Arbeit ist nach dieser Logik die einzige, die alternativlose soziale Hilfe, die geht. Und wenn nach der Logik der Sozialkassenbilanzierer die Sozialkosten das Hindernis für Arbeit sind, wenn die das Hindernis, das Hintertreiben von Beschäftigung sind, ja, dann ist doch das Streichen von Sozialleistungen nach dieser Logik die einzige alternativlose Hilfe für die Lohnabhängigen. Dazu ein paar Ausführungen. Das kommt jetzt. Der materielle Gehalt ist soweit schon erläutert. Nach dieser Logik ist der erste Schritt dazu: weg mit den sozialen Hindernissen für Beschäftigung. Aber mal als erstes gegen diese Behauptung einen politökonomischen Einwand. Man merkt ja, dass dieses: jetzt müssen wir mal ran an die Sozialleistungen, die müssen weg, weil sie schädlich sind, dass das gleich verknüpft wird mit einem Versprechen. Das Versprechen, das man durchhört, wird vorsichtig ausgedrückt, aber ganz wollen sie es nicht bleiben lassen, heißt, dann kommt es zur Rettung, nämlich zur Beschäftigung. Und da muss man schon mal sagen, das ist eine politökonomische Unwahrheit. Niedrigere Lohnkost ist niedrigere Lohnkost. Aber das macht für Kapitalisten das zusätzliche Benutzen von Lohnarbeit noch nicht rentabel. Da muss man nämlich den Ertrag aus dieser Arbeit auch gewinnträchtig an den Mann bringen können. Also das ist eine politökonomische Unwahrheit. Senken der Lohnkost führt zu, ist die Redeweise, Beschäftigung. Es ist schon so, dass wenn man die Lohnkosten für die Unternehmer senkt, das wollen die ja auch, die Unternehmer, dass die dann an der von ihnen benutzten Lohnarbeit mehr verdienen, weniger Kosten, mehr Gewinn. Das ist wahr. Aber auch die andere Behauptung, dann haben sie ja mehr Gewinne, dann können sie in Arbeitsplätze investieren, ist ein mehrfacher politökonomischer Unsinn. Zum einen hängt das Investieren bei Unternehmern eben nicht daran, dass sie Geld haben. Das können sie sich auch leihen. Wenn es sich lohnt, dann tun die das auch. Sondern das Investieren muss Gewinne, muss Wachstum in Aussicht stellen. Und das ist nicht dadurch gegeben, dass sie Geld haben. Zum anderen ist die Behauptung ein ziemliches Märchen, dass man durch Lohnkostenersparnisse die heutzutage üblichen Investitionssummen von Kapitalen des modernen globalen Typs zusammenkriegt.
Also, das sind lauter ziemlich politökonomische Unwahrheiten, die dieses Versprechen da untermauern sollen. Lohnkosten senken ist gleich für Zubeschäftigung. Aber jetzt der wichtigere Teil ist, worauf du auch dringst, es ist eine politökonomische Wahrheit da unterwegs, was die wollen. Es gibt eine politökonomische Leistung der Agenda 2010. Der Staat tut da was. Der Staat will den nationalen Lohn, wirklich den nationalen Lohn, tatsächlich zurückführen auf das, was die Kapitalisten als Preis laufender Arbeit zu zahlen bereit sind. Der hält sich an deren Behauptung, alles andere sind Lohnnebenkosten, bloß Abzug vom Geschäft, unnötige Ausgaben, also schädliche. Der Staat beauftragt sich mit der Agenda 2010 wirklich, er führt den nationalen Lohn zurück auf den Preis der Arbeit, den das Kapital für seine Geschäfte zu zahlen bereit ist. Und er streicht, das ist der Auftrag, den er sich stellt, er streicht die vom Sozialstaat bislang verwaltete Maßgabe an den Lohn, er habe irgendwie zur Reproduktion der ganzen Klasse von Lohnabhängigen zu reichen. Was die sich da vornehmen, ist wirklich, es ist eine quantitative Senkung des Lohnniveaus, aber es ist mehr als bloß eine quantitative Senkung. Das hat schon etwas von einer Neudefinition des Lohns als Einkommen in Deutschland. Eine Redefinition trifft es vielleicht sogar besser. Es ist richtig, dass der Lohn soll zurückgeführt werden auf die Definition, der Lohn wird nur gezahlt fürs Arbeiten. Dafür ist er da, dass er fürs Arbeiten gezahlt wird. Von Arbeitsmonat des Beschäftigten zu Arbeitsmonat des Beschäftigten. So gesehen machen die wirklich oder wollen Sie wirklich mit so etwas wahrmachen wie der Vorstellung eines bloßen Nettolohns? Und der ist dann wirklich so etwas wie Tagelöhnerei. Auch wenn die Zahlungstermine heute nicht mehr von Zahltag zu Zahltag gehen, sondern von Monatseinkommen zu Monatseinkommen, erfüllt das den Begriff der Tagelöhnerei, wenn der Lohn sich nur daran messen soll, dass man die Arbeitsperiode durchsteht und dann für die nächste Arbeitsperiode wieder lohnbedürftig dasteht. Eine kleine Fußnote an der Stelle. Deswegen ist es so, ja, wie soll man sagen, das ist schon verantwortungslos unvernünftig, wenn Lohnbezieher auch mit der Vorstellung des Nettolohns bei sich liebäugeln. Wenn die bei Sozialfällen und Sozialkosten immer nur an die anderen denken und sagen, ja, wenn es die nicht gäbe, dann würden die mir mein Brutto nicht auffressen. Und hätte ich mehr vom Brutto als Netto, dann wäre ich schadlos. Das ist eine sehr dumme Vorstellung. Das ist eine Vorstellung, die tut so, als würde man selbst nie krank, nie arbeitslos, nie Rentner. Oder anders ausgedrückt, wieder ein Verweis auf den Gesundheitsteach-in vom letzten Mal. Als könnte man sich von einem deutschen Durchschnittslohn eine mittelprächtige Krankheit privat leisten. Dieser Netto-Dummkopf nenne ich ihn mal. Der wird von dem Bundeskanzler bei der Vorstellung seiner Agenda 2010 regelrecht aufgehetzt. Dem soll es gefallen, was der Kanzler da aus tiefstem Herzen zum Besten gibt. Ich akzeptiere nicht,
dass Menschen, die arbeiten wollen und können, zum Sozialamt gehen müssen, während andere, die dem Arbeitsmarkt wohlmöglich gar nicht zur Verfügung stehen, Arbeitslosenhilfe beziehen. Ich akzeptiere auch nicht, dass Menschen, die gleichermaßen bereit sind zu arbeiten, Hilfen in unterschiedlicher Höhe bekommen. Ich denke, das kann keine erfolgreiche Integration sein. Das ist der Grund, warum wir die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammenlegen werden, und zwar einheitlich auf einer Höhe, auch das gilt es auszusprechen, die in der Regel dem Niveau der Sozialhilfe entsprechen wird. Ja, das ist klasse, ne? Ich akzeptiere nicht, dass Leute, die keinen Verdienst haben, zu den Sozialkassen gehen müssen. Wo sollen sie denn sonst hingehen? Will er ihnen demnächst das freie Haus schicken, ohne diese Antragsschweinereien und ohne den Fallmanager beim Arbeitsamt? Hat er nicht vor. Er will sie runterführen auf Sozialhilfeniveau. Und das ist damit angekündigt auch schon die einzige Tat des Staates in Sachen Beschäftigung. Bemerkenswert ist, wo die Tat ansetzt, gar nicht bei denen, die über Beschäftigung entscheiden. Der Staat macht sich beim Arbeitsvolk zu schaffen. Dem nimmt er alternative Geldquellen, wie sie bislang für Schadensfälle im Sozialstaat noch vorgesehen sind. Das ist die ganze Maßnahme. In Sachen Beschäftigung unternimmt der Staat nichts anderes, als dass er den Zwang der Arbeitslosen, sich auf Arbeitssuche zu machen, erhöht. Die freien Arbeitgeber, die zwingt der Staat natürlich zu nichts, dafür sind sie ja frei. Ja, die befreit er sogar noch, nämlich von Lohnnebenkosten. Das ist mal zu würdigen. Ganz unabhängig und gleichgültig demgegenüber, ob die Unternehmen in Deutschland überhaupt in mehr Arbeitsplätze und Löhne investieren. Der Staat macht vorher auf jeden Fall eine andere Maßnahme, regiert etwas anderes herbei. Er regiert herbei, dass es noch alternativloser werden soll, dass Leute, die nicht von Eigentum leben können, von dem zu leben haben, was das Kapital gerade zu zahlen bereit ist. Er erhöht nur die Alternativlosigkeit. So, auf diese Weise praktiziert er seine Direktive. Das Einzige, was hilft, ist mehr Arbeit. Nur mehr Arbeit, das regiert er wirklich herbei. Erlaubt so etwas wie ein Auskommen in den Kreisen der Arbeiterbevölkerung. Und wenn es nicht mehr Arbeit gibt, dann gibt es eben kein Auskommen. Das ist dann damit herbeiregiert. Und man kann die Leier wieder von vorne beginnen. Warum gibt es nicht mehr Arbeit? Wegen zu vielen Soziallasten. Was damit in Angriff genommen wird, vielleicht wirklich nicht heute, aber heute mal wieder gründlich, ist so etwas wie: Der deutsche Staat macht sich daran, einen bislang bekannten Lebensstandard deutscher Arbeiter zu verbrauchen. Marxisten sagen dazu, der Verbrauch das historisch-moralische Element des Lohns in Deutschland. Mit dem Verbrauchen meine ich Folgendes. Da findet was Doppeltes statt. Dieser bislang anerkannte und institutionalisierte Standard des deutschen Lohns wird nach der einen Seite hin verbraucht, indem er einfach beim Sozialstaat gestrichen wird.
gestrichen wird als bislang noch übliche soziale Auflagen für die Lohnfindung in Deutschland. Das ist dieses Nebenkosten wegholzen. Verbrauch des Lebensstandards deutscher Lohnarbeiter findet aber auch nach der anderen Seite statt. Dass einfach das Angreifen von privaten Reserven bei diesen Leuten erzwungen wird. Da wird Oma ihr klein Häuschen halt nicht versoffen, sondern für die Riester-Rente, fürs Krankengeld und Sonstiges verpulvert. Und dass es nicht versoffen wird, das macht sich noch etwas vom Lebensstandard deutscher Arbeiter zunutze. Nämlich das moralische Element bei diesen Menschen. Diese perfekte Erziehung darin, dass man es hinkriegen muss, vom Monatseinkommen irgendwie sein Leben zu meistern. Die Einteilungskunst von denen, die wird kräftig in Dienst genommen. In Dienst genommen durch staatliche Beschlüsse. Es findet also einerseits ganz schnöde das statt, da kann man sagen, das findet statt, was der alte Theoretiker des Kapitalismus über den Gang der Akkumulation gesagt hat und was, als ich zur Schule gegangen bin, als Widerlegung von Marx benutzt wurde, Verelendung. Das Kapital spuckt einen ganzen Prozentsatz von Lohnabhängigen aus als brauch's nicht und der Schaden wird auf alle jetzt verteilt. Aber das findet nicht einfach statt, sondern das ist politisch betreute Tat. Das wird sozialstaatlich herbeiregiert. Und das übrigens, dass man eine geordnete Verelendung herbeiregieren kann, das ist die Substanz des Sozialstaats, die der Kanzler wirklich nicht wegschmeißen will. Die ist nämlich hervorragend. Er ist der Herr über die Kassen und kann beschließen, wie hoch der Lohn in Deutschland ist. Er ist der Herr über die Behörden und kann beschließen, wie die Leute mit ihrem Ärmer werden umzugehen haben. Also, da du die Frage gestellt hast, was ist denn eigentlich das materielle Substrat an dieser jetzt wirklich im Allparteienkonsens durchgesetzten Parole, sozial ist einzig, was Arbeit schafft. Ja, das materielle Substrat zerfällt in zwei Abteilungen. Die eine Abteilung heißt, mit dieser Direktive, der Lohn muss nur für Beschäftigung bezahlt werden und muss beschäftigungsgünstig sein. Da setzt der Staat ein neues Niveau der Alternativlosigkeit für Lohnabhängige in Kraft. Setzt sie mehr unter Druck. Das ist das eine. Und das andere, was er tut, ist, er gibt einfach den Rechnungen und Ansprüchen der Unternehmer in Sachen Lohnkosten jedes Recht. Er gibt ihnen einfach Recht. Er vollstreckt für sie ihre Ansprüche in Sachen Lohn. Und auch Gebrauch von Arbeit. Das Letzte hat mich ein bisschen gejuckt, da nochmal das Prinzip ein bisschen näher an einer speziellen Materie des Sozialstaats klarzustellen. Dafür gibt es auch aktuellen Anlass, nämlich dieses Streiktheater. Wenn das der Fall ist, der Sozialstaat beschließt, er muss den Lohnberechnungen der Unternehmer Recht verschaffen, dann sind die nicht dumm, sondern stehen auf der Matte und messen die Ernsthaftigkeit, die Konsequenz der Agenda 2010, der sozialgrünen Sozialreform, im Letzten am Folgenden.
Wie halten dies mit dem Arbeitsmarkt? Wie hält es die Regierung mit Tarifvertrag und Kündigungsschutz? Wie hält es die Regierung mit den Basisarrangements des Sozialstaats? Und dass die das machen, das kriegt man jetzt jeden Abend von diesen Kapitalisten bei Sabine Christiansen um die Ohren geschlagen. Die erzählen immer ihre Checkliste runter. Ist es schon weg? Ist es schon weg? Nee, ist noch nicht weg. An der Stelle auch nochmal ein kleiner Rückgriff, um was für sozialstaatliche, nennen wir es mal vorübergehend, Errungenschaften handelt es sich denn da bei diesem Institut des Tarifvertrags, auch der Tarifautonomie und diesem famosen Kündigungsschutz. Ein Tarifvertrag ist doch mal ernst betrachtet, objektiv betrachtet, in erster Instanz etwas, da möchte man sagen, Mensch, das ist doch zum Nutzen der Unternehmer. Der Tarifvertrag ist doch immerhin dieses Rechtsinstitut, dass wer hinreichend Geldeigentum hat, sich damit nicht nur Konsumartikel, sich damit nicht nur Produktionsmittel, sondern auch das Kommando über die Arbeit fremder Leute einkaufen kann. Das ist ein Tarifvertrag. Das kontrahiert der. Für ein ausgemachtes Entgelt hat der Unternehmer das Kommando über die Arbeit des Eingestellten. Damit steht auch schon fest, jeder Tarifvertrag, der wirklich abgeschlossen und in Kraft tritt, enthält längst das Rentabilitätskriterium des Unternehmers, dass ihm die Arbeit, die er da zu diesen Kosten einkauft, Gewinn verschafft. Andere Tarifverträge kommen nicht zustande als welche, die ihm rentable Arbeit verschaffen. Und dafür ist im Tarifvertrag auch etwas getan. Ein Tarifvertrag kontrahiert das Entgelt und eröffnet dem Unternehmer damit den freien Gebrauch der Arbeitsleistung. Da kann er etwas unternehmen. Wo ist denn jetzt eigentlich die soziale Leistung für die andere Seite? Ja, die ist da drin. Das immerhin enthält der Tarifvertrag, dass er für den eingestellten Lohnabhängigen für die Zeitdauer des Vertrages ein festes, naja, heutzutage kann man das auch nicht mehr so sicher sagen, aber erstmal ein berechenbares Einkommen in Aussicht stellt. Das hat er dann dafür. Eine berechenbare Lohnhöhe. Das zweite Institut, das gleich dran anschließt, Kündigungsschutz. Ja, wie der Name schon sagt, aber wie einen auch die Fakten belehren, ist Kündigungsschutz natürlich nicht Kündigungsverhinderung. Wie sollten sonst diese Millionen rausrationalisierten Leute zustande kommen? Die sind alle unter Wahrung des Kündigungsschutzes zustande gekommen. Was ist er denn dann? Ehe es ein solches Gesetz gibt, ist erst einmal das Elementare unterstellt, dass zu den Rechten des Unternehmenseigentums natürlich die Freiheit des Heuerns und Feuerns dazugehört. Dass die Herren der Entscheidung sind, wen sie einstellen wollen und wen sie ausstellen wollen. Ob sie mehr einstellen als ausstellen oder umgekehrt. Das fällt in die grundsätzlichen verfassungsmäßigen Freiheiten des Unternehmertums. Dann setzt beim Heuern und Feuern sich der Gesetzgeber drauf und zieht ein paar Regeln ein. Welche Regeln? Aus Willkür wegen Nase darf man nicht schmeißen, sondern nur aus Betriebsnotwendigkeiten. Ankündigen muss man es innerhalb von gewissen Fristen. Und eine Sozialauswahl muss passieren bei den Rausgeschmissenen.
Da sind solche Gesichtspunkte, die sehr verräterisch sind, bislang zu berücksichtigen. Ein Single kann man leichter entlassen als einen Vater von drei Kindern. Da hört man schon, auf wen vor allen Dingen der Staat mit seinem Kündigungsschutz Rücksicht nimmt, nämlich auf sich. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass ihm das freizügige Kündigen durch die Unternehmen die nächste PISA-Studie versemmelt, weil so viele verwahrloste Kinder da rumlaufen. Also das sind diese großartigen Institute. Und bei beiden, sozialstaatlichen Basisregelungen nenne ich das mal, steht wieder fest, die schaffen für die Lohnabhängigen doch keine materielle Sicherheit. Ja, man könnte sogar fast sagen, eigentlich organisieren sie das Gegenteil. Der Tariflohn, naja, berechenbar ist es schon, aber was berechenbar ist, ist eigentlich, wie knapp das Geld ist. Und der Kündigungsschutz sagt einem ja auch bloß, man kriegt es vorher mitgeteilt. Also eigentlich sind Geldnöte und Einkommensausfälle auf der Seite der Lohnabhängigen der Regelungsgegenstand. Und das ganze Soziale besteht eben in einer gewissen Berechenbarkeit dabei. Das ist insofern eine Hilfe zum Sich-Einteilen, auch eine moralische Hilfe zum Erforderlichen so tun, als könnte man ein lohnabhängiges Leben meistern. Planen und immer schön geplant im Griff behalten. Das Bemerkenswerte heute ist, was der Substanz nach eigentlich Rechtssicherheiten der Unternehmer sind für ihren kapitalistischen Einsatz von Lohnarbeit. Greifen die als viel zu große Beschränkungen ihrer Freiheit beim Disponieren über Arbeit an. Und die Politik gibt ihnen Recht. Recht klein geschrieben, sie hält das für richtig, dass das die Arbeitgeber in ihrem Benutzen von Beschäftigung viel zu sehr einengt. Und recht groß geschrieben, und das macht der Kanzler so. In den Tarifverträgen muss durch geeignete Regelungen ein entsprechend flexibler Rahmen geschaffen werden. Das ist die Herausforderung für die Tarifpartner und es ist auch ihre Verantwortung. Artikel 9 des Grundgesetzes gibt der Tarifautonomie Verfassungsrang. Aber das ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Verpflichtung. Denn Artikel 9 verpflichtet die Tarifparteien zugleich, Verantwortung für Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt zu übernehmen. Hier kann und darf niemand Einzelinteressen über die gesamtgesellschaftliche Entwicklung stellen. Ich erwarte also, dass sich die Tarifparteien entlang dessen, was es bereits gibt, aber in weit größerem Umfang auf betriebliche Bündnisse einigen, wie das in vielen Branchen bereits der Fall ist. Geschieht das nicht, wird der Gesetzgeber zu handeln haben. Das meinte ich mit dem Recht großgeschrieben. Dann müssen wir die Tarifgesetze eben ändern. Was ist da die Forderung? Die Forderung ist, Tarifverträge sollen gefälligst nichts anderes enthalten als die Freiheit der Betriebsführer, der Unternehmer, Lohn und Leistung nach den Konkurrenzbedürfnissen des Betriebs zu organisieren. Und zwar das dann halt mit den Betriebsräten ausgemauschelt, damit auch alle mitmachen. Das bisschen Berechenbarkeit am Tarifvertrag in Sachen, man weiß, was für ein Einkommen man hat, wenn dieser blöde Tarifvertrag da geschlossen ist von der Gewerkschaft. Dieses bisschen Berechenbarkeit für Lohnabhängige soll, wie sagt der Kanzler, bereits in viel größerem Umfang der Kapitalistenfreiheit weichen, der Kapitalistenfreiheit Löhne so zu gestalten, dass sie ganz ihre disponiblen Mittel für
ihre internationalen Konkurrenzaffären werden. Disponible Kosten für das Gewinnen von Konkurrenz. Ja, wenn das der Fall ist, Löhne sollen sich daran bemessen, dass Kapitalisten Vorteile in der Konkurrenz gegen ihresgleichen sich mittels niedrigen Lohnkosten verschaffen, dann ist es die Forderung, dass Tarifverträge den Lohn der Leute einer notorischen Lohnsenkung freigeben. Denn dazu führt dann ja wohl die Konkurrenz der Kapitalisten um das Gewinnen mit niedrigeren Lohnkosten. Analoges passiert beim Kündigungsschutz, und zwar durch staatliche Tat. Der wird natürlich nicht im Moment formal abgeschafft, da wird nicht das Gesetz gestrichen. Aber das, was die Agenda 2010 und auch der Clement da in Aussicht stellen, ist, dass man den noch unter den normalen Kündigungsschutz fallenden Normalbeschäftigten eine ganze neue Schicht von Arbeitskräften gesetzlich zugelassen an die Seite stellt, die nicht mehr unter solche Regelungen fallen. Das sind eben diese mit den befristeten Arbeitsverträgen, mit den Teilzeitarbeitsverträgen, die Leiharbeit und so weiter, sodass eine regelrechte Auswahl für die Unternehmen organisiert wird zwischen Leuten, die festbeschäftigt sind und dann auch noch Kündigungsschutz haben, und so einer Hire-and-Fire-Schicht der Arbeiterarmee, bei denen man sich das sparen kann. Ja, das belebt die Konkurrenz. Die Konkurrenz, die die Unternehmer dann mit den Lohnabhängigen anstellen. Dann kommt noch so eine kleine Maßnahme, erwähne ich nur der Vollständigkeit halber. Ich hatte oben gesagt, zum Kündigungsschutz gehört diese Sozialauswahl. Jetzt sagen Sie, zur Sozialauswahl muss aber auch dazu gehören, dass der Betrieb hinterher die Mannschaft hat, die ihn voranbringt. Das ist ja auch sozial. Also wird am Betriebsbedarf das soziale Auswählen nochmal relativiert. Ja, so ist von dem Kapital der Lackmustest auch bei den Basisinstituten des Sozialstaats aufgemacht worden und er wird positiv beantwortet von der Politik. Die Agenda 2010 sagt, sie sieht es genauso. Den Tariflöhnen, der Tarifautonomie, dem Kündigungswesen gegenüber braucht es mehr Freiheit der Kapitalisten, Löhne und Anstellungsverhältnisse zu disponieren je nach Konkurrenzlage und als Mittel des Konkurrenzerfolgs. Das wäre mein erstes Kapitel. Zu dem, was ich so für den Kern dieser Sozialstaatsreform, die da unter dem Titel Agenda 2010 anläuft, halte. Ich wollte nochmal, dass es eine Ergänzung ist, zumindest versuche ich es mal, mal zu kommen auf, was der materielle Gehalt ist, Arbeit statt, und zwar von der Art und Weise, wie der Staat das mit seinem sogenannten Umbau der Sozialsysteme organisiert hat. Das ging ja monatelang durch die politischen, durch die Politshows und Talkshows, was da unter Zusammenlegung von soziale Form und Arbeitsmittel lief, wo 50 Jahre lang hießen hat, das sei ein wohlbegründetes Nebeneinander zweier verschiedener Verwaltungsabteilungen der Armut, wo sie jetzt auf die Tagesordnung setzen, Agenda 2010,
wäre diese Aufhebung der Trennung eine längst überfällige Angelegenheit des Staates. Da würde ich mal zu sagen, von dem Grund, weshalb es diese Einteilung überhaupt gegeben hat, wollte offenbar nichts mehr wissen. Der Grund war nämlich, dass der Staat eine Sortierung in Arbeitslosen, Geldempfänger, eine Sortierung nach ihrer eine graduelle Unterscheidung vorgenommen hat, hinsichtlich ihrer auch nur potenziellen Nützlichkeit fürs Kapital. Da hat er eben diese Tautologie, diese Tautologie praktiziert, weil sie schon mal welche nützlich gemacht haben fürs Kapital. Könnte das ein Anlass sein für ihre Wiederverwendung? Und da hat er sich einleuchten lassen, damit sich die Leute auch als dieses ausgemusterte Arbeitsmaterial, auch als dieses arbeitsfähige Arbeitsmaterial überhaupt aufführen können, muss ich dafür sorgen, dass sie dies können. So, und mit der Aufhebung dieser Trennung, das ist doch die Härte, dass Sozialhilfe Status nämlich heißt, der Staat mit sozialem Status festlegt, was die stinknormale bürgerliche oder auch nur proletarische Erfolgskarriere betrifft. Die sind im Prinzip gescheiterte Existenzen. Darüber definiert er. Was hat er bisher definiert, was er denen überhaupt noch zukommen lässt? Das geht überhaupt nur entlang dessen, wie ich sie als im Prinzip nationalwirtschaftlich wertlosen Ausschuss definiere. Und diese Existenzform ist eine, deswegen am Rande der Zahlungsunfähigkeit, am Rande des privaten, des persönlichen Bankrotts der Leute. Und diese Sorte Armut, die hat er jetzt vor, mit einem Schlage auf Millionen mehr Leute auszubilden und überhaupt nach 12 Monaten Arbeitslosengeldbezug geht für ihn, naja, das, was ich als Sozialhilfestatus den Leuten zu diktieren habe. Also, von daher kann man die Untermauerung, meine ich, was du da sagst, ist der Zwang. Ich verwehrt unter Preis und einiges unter Preis eine kräftige Konkurrenz zu veranstalten gegen die noch eine Arbeitsplatz ihren eigenen. Ja, das ist im Wesentlichen so. Wie du gerade sagst, dass
Inhaltlich oder akustisch? Das geht nicht. Da folgen gegensätzliche Konsequenzen. Das eine ist die Aufforderung an mich, das nochmal zu referieren, und das andere ist die Aufforderung an dich, frag doch nach. Ich habe auch mal was dazu sagen. Die Krankenkasse, die ist überall. Überall. Wenn man jetzt krank ist und nicht krank geschrieben wird, dann geht es trotzdem zur Arbeit. Da arbeitet man weiter. Das ist ja kein Krankenschein. Was machen wir mit dem Geld? Was machen wir damit? Das letzte Phänomen gibt es, also die Behauptung ist die, es gibt doch reichlich Leute, die krank sind, sich aber nicht mehr krank schreiben lassen. Ja, warum gibt es das? Das gibt es deswegen, weil die Leute mit einer noch schlimmeren Alternative rechnen, die fürchten, als die, sich krank zur Arbeit zu schleppen. Und das ist die, arbeitslos zu werden, rausgeschmissen zu werden, ersetzt zu werden durch jemanden, der es besser bringt. Aber die haben doch mal Krankenkasse eingezahlt, ne? Kam jetzt. Zieh doch mal. Ein Beweis dafür, dass die Krankenkasse überhaupt nicht die Erpressung in Sachen, man muss seinen Lohn bei den Unternehmern verdienen, einem vom Hals schafft. Die sichert einen gar nicht dagegen ab. Deswegen sind sie auch so Beiträge. Ja. Wenn man gearbeitet hat, ne? Und eine Rente geht, was kriegt er denn zurück? Gar nichts. Ne? Das ist erstens ziemlich schäbig. Jetzt muss ich aber in einem Punkt Ihnen widersprechen, dass das so schäbig ist bei der Rente. Das erklären Sie, glaube ich, nicht richtig, wenn Sie meinen, das liegt daran, dass die Rentenkassen auf einem riesen Reichtum sitzen und den nicht rausrücken. Dass die Rente so schäbig ist, das liegt daran, dass die Löhne so schäbig sind. Das ist keine Lüge. Wenn einem die Rentenkassenwächter vorrechnen, dass die Rentenausgaben, die Rentenbeitragseinnahmen übersteigen. Ja, warum ist denn das so? Weil die Betriebe derartige Löhne mittlerweile zahlen und an so wenig Leute Löhne zahlen. Dass der Lohn der Beschäftigten allen Ernstes nicht mehr reicht dafür, die Leute, die aus der Arbeit ausgemustert worden sind, noch mit durchzubringen. Ja gut, ehe wir uns jetzt in die Details verstricken, würde ich doch vielleicht den Übergang machen wollen zu meinem zweiten Punkt. Ich habe ja behauptet, mit der Agenda 2010 wird nicht nur diese in den Maßnahmen wirklich vielleicht gar nicht so originelle, aber von der Logik der Maßnahmen gründliche Sozialreform in Angriff genommen, sondern es findet parallel und nötig als Flankierung dazu auch wirklich eine Umstellung in der deutschen Demokratie, in ihrer politischen Kultur, nenne ich das mal, und in der Sozialdemokratie statt. Und das ist auch durchaus ein bisschen offensiv, das passiert nicht einfach. Wer den Tonfall der Kanzlerreden mal auf sich einwirken lässt, der merkt auch richtig, der Mann will, dass da aufgeräumt wird mit einer politischen Denkungsart. Der unternimmt auch Schritte im politischen Prozedere. Als Beispiel dieses Aufkündigen des Bündnisses für Arbeit, wo man merkt, der Mann will eine Umstellung im politischen Leben der Bundesrepublik, die den passenden politischen, die passende politische Verkehrsform und die passende politische Denkungsart zu dieser Umstellung
des Sozialsystems verschafft. Was ist denn, dafür sollte dieses Beispiel an den Tarifverträgen und Kündigungsschutz und wie die Unternehmer da ins Spiel kommen und wie sie befriedigt werden. Was ist denn eigentlich in der Frage auch gleich mit eingerissen? Eins, sind Unternehmer hierzulande qua System der Marktwirtschaft oder nennen wir es Kapitalismus sowieso schon. Seit eh und je. Sie sind die Alleinherren über Produktion und Arbeit. Aber jetzt, mit dieser politischen Direktive, deren Kriterien fürs Beschäftigen muss man den Lohn und das Soziale unterordnen, muss man das Soziale als Hindernis für deren Kriterien des Beschäftigten wegräumen. Da ist gleich auch Folgendes im Lande festgeschrieben. Die Unternehmer sind dann auch mit ihrem Interesse an Arbeit, wie sie es kalkulieren, zur entscheidenden Instanz und zur Messlatte für Lohn und alles Soziale geworden. Die sind ernannt worden als die einzigen letzten Urteilenden über das, was ein richtiger Lohn und was ein brauchbares Soziales ist. Das gehört dazu, wenn man sagt, dass wir die Arbeit schaffen. Das soll alternativloser als bisher der einzige Weg sein, wie überhaupt die Leute, die auf unselbstständiges Einkommen angewiesen sind, zu irgendeinem Auskommen kommen. Die soziale Alternative wird abgebaut. Das gehört gleich dazu. Man kann es auch von der anderen Seite her sagen. Politisch-moralisch wird in der Bundesrepublik Deutschland der Sinn von sozial richtiggehend umgewertet. Das hat man gelernt. Das war Common Sense in Deutschland. Ja, das ist so. Auch zur Marktwirtschaft gehört eine Profitrechnung. Da gehören die freien Kräfte des Marktes dazu. Aber da bedarf es auch eine soziale Korrektur. Und das ist der Sozialstaat. Heute findet die Richtigstellung im politischen Klima statt. Eigentlich ist jede Korrektur am Preis der Arbeit, wie ihn die Unternehmer kalkulieren und zu zahlen bereit sind, unverträglich damit, dass es überhaupt zu Arbeit und Beschäftigung kommt und insofern eigentlich asozial. Wenn das die neue politische Leitlinie in der deutschen Demokratie ist, dann kann es nicht ausbleiben und es bleibt auch nicht aus, dass eine Einrichtung, die eigentlich gar nichts anderes ist als ein bisschen Korrekturinstanz an dem Lohn, so wie ihn Unternehmer gestalten, voll in die Schusslinie gerät, nämlich die Gewerkschaft. Was anderes ist die ja erstmal gar nicht, als ein bisschen Korrekturinstanz am Lohn. Und sie gerät gleich so in die Schusslinie, das sage ich, damit ich nicht falsch als Gewerkschaftsfreund hier identifiziert werde. Sie gerät gleich so grundsätzlich in die Schusslinie, dass es gar keine große Rolle mehr spielt, was die Gewerkschaft mit ihrer Zuständigkeit für Tariflöhne und Sozialpolitik überhaupt sich vornimmt und durchsetzen will. Der Angriff ist prinzipieller angelegt, dass die Gewerkschaft behauptet, am Preis der Arbeit die Arbeit in Deutschland, der Arbeit in Deutschland möglich macht, müsse das dort etwas korrigiert werden müsste. Das bringt sie in die Schusslinie.
Die deutsche Gewerkschaft wird in ihrer ganzen Wirtschaftssachverständigen Lohnfindung, Arbeitszeitgestaltung angegriffen. Es nutzt ihr gar nichts, dass sie das total wirtschaftssachverständig mit lauter Rücksichtnahmen auf Regionen und Betriebsbesonderheiten und Konjunkturlagen und so weiter macht. Dass sie meint, da gehört etwas korrigiert, berechenbar gemacht für ihre Leute, wird beantwortet mit, macht die Freiheiten so zu disponieren, dass wir die Konkurrenz gewinnen können, kaputt. Also macht es Beschäftigung kaputt. Dass die überhaupt Fans von Sozialstaat und Sozialpolitik sind, sagen, den braucht es doch. Übrigens, hört euch mal die Argumente von denen an. Die sagen, den braucht es, damit Ordnung im Lande herrscht. Das nutzt ihr nichts. Die sind die Bremser, die Betonköpfe, die Strukturen betonieren wollen, von denen man doch jetzt weiß, das sind lauter Betonpoller, die die Wirtschaft am Rollen hindern. Der Witz ist folgender. Die Tour der Gewerkschaftsfeindlichkeit besteht gar nicht darin, dass offen und ehrlich gesagt wird, die Kapitalisten haben immer recht, also haut ab. Es wird gar nicht mit den Kapitalisten und ihrem Interesse einfach diese Sorte, ihr passt nicht mehr in die Landschaft, durchgezogen, sondern natürlich im Namen deutscher Arbeitsplätze und deren dann eben nun mal zu berücksichtigenden Bedingungen, damit sie zustande kommen. Und die Bedingungen sind das, was die Kapitalisten wollen. Davon, ich rede nicht über die Gewerkschaft, sondern ich rede über die andere Seite. Davon war dieser Streik und das Streikende in Ostdeutschland in Sachen 35-Stunden-Woche ein richtiges Lehrstück. Wofür standen diese von oberster Stelle vorgetragenen Parolen? 35 Stunden gefährden doch deinen Arbeitsplatz, Arbeiter, deinen Betrieb, Betriebsmitglied, Mitarbeiter. Wofür steht die Parole? Da wird ganz grundsätzlich der Zusammenschluss, der gewerkschaftliche Zusammenschluss der Lohnabhängigen angegriffen, indem die Konkurrenznot und Konkurrenzangst des einzelnen Arbeiters um seinen Verdienst regelrecht mobilisiert und gegen den Zusammenschluss aufgehetzt wird. In seinem Zusammenschluss soll er die Gefahr für das Bestehen seiner Konkurrenznot, habe ich morgen noch Geld, sehen. Das ist das primitive Muster des Angriffs, das da gefahren wird. Gegen den Zusammenschluss wird die Konkurrenz der Lohnabhängigen mobilisiert. Und zwar dafür, dass es ihm einleuchtet, dass er seinen Lohn zur Disposition seines Betriebs stellen muss. Seines Betriebs, damit der den so benutzen kann, dass es ein feines Konkurrenzmittel seines Betriebs international und national ist. Das ist das primitive Muster des Angriffs. Derselbe Angriff findet noch eine Etage höher statt. Von höchster politischer Stelle wird die Parole lanciert und alle Medien wiederholen sie. Dieser Streik schafft Arbeitsplätze in Osteuropa. Ja, was soll das? Das ist ganz klar, was da gemacht wird. Die Gewerkschaft wird als Interessensverband, als partikularer Interessensverband denunziert. Ist übrigens witzig, ne? Bei der Gewerkschaft ist Interessensverband ein Vorwurf. Als ein Interessensverband denunziert und die Mitglieder dieses Verbandes werden in ihrer Eigenschaft als deutsche
Patrioten, als Nationalisten gegen die Gewerkschaft aufgehetzt. Die macht Arbeitsplätze in Deutschland kaputt und verschafft auswärtigen Nationen Konkurrenzvorteile. So elementar ist dort die Hetze angelegt gewesen. Als könnte es in diesem Interessensverband nicht um die Interessen derer gehen, die in ihm organisiert sind. Was Ihnen einleuchten soll, ist jetzt wieder, wenn Sie sich um sich als deutsche Arbeitsplatzbesitzer und Bedürftige nach deutschen Arbeitsplätzen aufführen wollen, dann sollen Sie gefälligst Ihren Lohn nicht der Gewerkschaft und Ihre Arbeitszeit nicht der Gewerkschaft überlassen, sondern dann müssen Sie Ihren Lohn und Ihre Arbeitszeiten Deutschland in die Hand zur Betreuung geben. Deutschland muss den gestalten dürfen in Gestalt seines Sozialstaats und seiner Unternehmer, damit er zu einem Standortvorteil Deutschlands gegenüber den auswärtigen Konkurrenten wird. Und da muss ich übrigens bei dieser Hetze vergessen, dass es niemand anderes als der deutsche Staat war, der den deutschen Kapitalisten diese Billiglöhner in Osteuropa erschlossen hat. Der macht doch die EU-Erweiterung. Ich habe vorhin schon mal diese Schröder-Passage zitiert, wo der verlangt, dass Tarifverträge gefälligst im Wesentlichen die Freiheit von Betrieben, die Löhne zu gestalten, zu beinhalten haben. So ist der Mann übrigens wirklich, so sind übrigens auch Kapitalisten, für einen Flächentarifvertrag. Aber was da der Gewerkschaft angetragen wird, als das ist die einzige Organisationslinie, in der wir euch noch dulden können, das ist natürlich ein durch und durch vergifteter Antrag. Verlangt wird von denen, die sollen die Willkür für Kapitalisten als einen bindenden Vertrag für die Lohnabhängigen verabschieden. Alle Freiheit für die Unternehmer, aber gebunden dran sind die, die unter den Tarifvertrag mit ihrem Einkommen fallen. Ja, das ist deswegen ein vergifteter Antrag an die Gewerkschaft. Das wäre dann eure Existenzberechtigung, weil das einfach sagt, auf diese Weise werden die Gewerkschaften notorisch unnützer für ihre Mitglieder. Wenn sie für die gar nichts mehr festmachen, dann steht fest, dass endgültig die einzig entscheidende Adresse bei Arbeitszeitfragen und bei Lohnfragen der Chef ist oder der Personalchef ist. Wozu braucht man dann eine Gewerkschaft? Wenn die Gewerkschaft einen Vertrag abschließt, der Chef und der Personalchef dürfen entscheiden. Das Vergiftete geht so gesehen eigentlich noch weiter. Die Gewerkschaft soll einen Abschluss sicherstellen und dann hinterher auch in Frieden sichern, der schon beim Abschluss festlegt, dass das zum Schaden der Mitglieder der Gewerkschaften ausgeht. Weil die Devise ja die ist, ihr Lohn soll zur Manipulationsmasse von Konkurrenz der Betriebe werden, also einer Lohnkonkurrenz nach unten anheimgestellt werden. So gesehen ist dieser Antrag darin läge, eine fortdauernde, wesentliche Existenzberechtigung der Gewerkschaft. Ein vergifteter Antrag, der von ihr eigentlich etwas verlangt, wo die Mitglieder aus ihr austreten müssen. Das passiert sowieso schon. Und das wird dann schon wieder von diesen Gewerkschaftsfeinden gegen die Gewerkschaft eingewandt. Das waren diese Affären, dass man den niedrigen Organisationsgrad im Ostdeutschland zum Argument gegen die Gewerkschaft gemacht hat. Ja, bei euch haben ja eigentlich bloß 5% der Beschäftigten für den Streik gestimmt. Insofern seid ihr Sektierer. Das war fast so was wie ein wilder Streik. Es ist ja bis zu juristischen Affären dieser Art gekommen. Und schließlich kam dann
von der CDU, der Friedrich Merz, und hat schlicht und ergreifend Streikverbot als Gesetz verlangt. Das sind wirklich recht handfeste Korrekturen in einer politischen Landschaft, in einer politischen Institutionenlandschaft der Bundesrepublik Deutschland, in der es anerkannte Zuständigkeiten der Gewerkschaft eben für die Tariffindung, aber auch für die Verwaltung des Sozialstaats gab. Man kann auch sagen, es ist auch eine recht handfeste Korrektur der Sozialdemokratie in ihrem Verhältnis zur Arbeiterbewegung, aber das scheint bei der keine großen Bauchschmerzen zu machen. Die es gegeben hat, will ich noch schnell durchgehen. Die Bauchschmerzen, die es gegeben hat, die sind gemessen an dem, was da verändert wird, wirklich ziemlich voll daneben, beziehungsweise sehr durchsichtig. Da gab es die Parole, die Agenda 2010 schafft doch gar keine Beschäftigung, sondern vielleicht eher Arbeitslose. Das war die radikalste Parole bei der SPD. Wer so argumentiert, der unterschreibt sofort die Senkung von Lohn- und Sozialbeiträgen, wenn er nur an einen Beschäftigungseffekt dadurch glauben kann. Das ist sein Einwand. Jede Lohnsenkung, jede Sozialleistungssenkung geht in Ordnung, wenn man mir glaubwürdig versichern kann, dann kommt es zu Beschäftigung. Damit unterschreibt er das Prinzip des Argumentierens von 2010. Dieses Totschlägerargument, Hauptsache Arbeit, und dem stehen Einkommensansprüche an die Arbeit entgegen. Gegen dieses auch von ihm anerkannte, und wenn man dazugehört hat, wie die geredet haben, anerkannte Argument, ja, das stimmt schon, zumindest die Lohnnebenkosten sind zu hoch. Dagegen weiß einer, der so argumentiert, und will einer, der so argumentiert, nur noch eins einwenden. Da kommt dieses, vielleicht schafft sogar eher Arbeitslose her. Dass der Lohn neben den von ihm auch als zu hoch anerkannten Kosten doch auch vielleicht ein wichtiger Bestandteil der Binnennachfrage, an der die Kapitalisten verdienen, ist. Und indem das der einzige Einwand ist, war das ganz konsequent, dass der Ottmar Schreiner gesagt hat, auf jeden Fall müsste man auch was für die Binnennachfrage tun. Und dann war er gar nicht mehr bei Forderungen von Geld für die Lohnabhängigen, sondern bei Konjunkturspritzen für die Unternehmer. Zweites Argument, das gefallen ist. Das Argument der Gerechtigkeitslücke. Da gäbe es eine Lücke, wenn man den Sozialbedürftigen nimmt. Ja, und jetzt, wie geht das Argument weiter? Muss man auch woanders nehmen. Ja, wer so argumentiert, der geht ja sowieso, der tritt ja gleich an damit, dass er das Nehmen bei den Sozialbedürftigen akzeptiert. Da will er überhaupt nichts korrigieren. Was er aber verlangt, ist sowas wie eine moralische Verdauungshilfe, in dem auch bei der anderen Seite ein bisschen abkassiert wird. Ein bisschen Reichensteuer, Vermögensteuer. Das für sich ist übrigens auch eine irre Forderung. Reichensteuer für den Staat, was sollten da die Lohnabhängigen von haben? Bei einem Staat, der auch im Programm Agenda 2010 versichert, jeden Pfennig, den er einnimmt, gibt er für die Wirtschaft aus und nie wieder für das Soziale. Was hat also einer, dem die Sozialleistungen gestrichen werden, davon, dass der Staat bei den Reichen mehr einkassiert, um es ihn hinten wieder reinzuschieben? Aber selbst dieses blöde Argument, auch bei den Reichen für den Staat abkassieren, ist dem neuen sozialen Klima in Deutschland noch zu kritisch gewesen. Und der Fischer hat es damit zurückgewiesen, dass er gesagt hat,
Man kann doch denen nicht das Geld wegnehmen, die die einzigen sind, die es investieren. Das ist schon irre. Mit der Kapitalfunktion von privatem Reichtum wird der private Reichtum sogar beim Staat sakrosankt erklärt. Das letzte und blödeste Argument hieß gegen die Agenda 2010 in den sozialdemokratischen Reihen: Wir sind doch keine Basta-Partei und wir sind auch keine Basta-Republik. Ja, was ist das für ein Einfall? Der beharrt nur noch auf Folgendem: Man wird doch noch mal so tun dürfen, als hätte man was dazu sagen dürfen und alles ganz schwer nach allen Seiten hin abgewogen ist, dann gemacht wird. Das ist der ganze Einwand. Übrigens ein Einwand, der von denen, die es machen, eine schöne Definition von demokratischer Debatte abliefert. Die erklären die selber zum Schmiermittel fürs Regieren. Das ist auch dieses Argument, es gehörte doch immer zur Parteikultur der SPD, dass erst diskutiert wurde. Ja, man muss mal sagen, dann habt ihr eben so eine Kultur. Bei euch wird diskutiert, damit der Kanzler entscheidet. Bis dahin schmiert ihr es hin, glitschig. Solchen Sozis leuchtet dann natürlich als Ende der Debatte ein, wenn der Äppler sagt: Vergesst nicht, Genossen, der Gerhard ist unser Kanzler. Was ist da das schlagende Argument? Mit dem sind wir an der Macht. Also ist für diese Sozialdemokraten Beteiligung an der Macht, Beteiligen am Regieren, das entscheidende Argument für Linientreue. Und damit kommt auch raus, was wirklich, wenn überhaupt, die Bauchschmerzen der Kritiker in der SPD waren. Ob es nicht ein bisschen schwieriger wird, an der Macht zu bleiben, wenn man so offenkundig den Stammwählern ans Leder geht. Könnte man das nicht ideologisch ein bisschen vernebeln, bitteschön? So viel also zu der ziemlich widerwärtigen politischen Kultur, die zur Agenda 2010 gehört. Jetzt noch ein paar Bemerkungen. Ja, das ist, halte ich auch für den elementaren Einwand gegen die. Die haben gar nicht Sozialleistungen verteidigt im Namen derer, die sie brauchen, sondern die haben, wenn überhaupt, noch Sozialleistungen verteidigt im Namen derer, die damit Gewinne realisieren können. Das ist tatsächlich der Geist bei denen gewesen. Wer so argumentiert, der ist dann natürlich auch schon sturmreif, bevor der erste Schuss fällt, der dann heißt: Ja, aber wenn es dir um die Gewinne geht und ums Wachstum geht, dann musst du doch zugeben, dass diese Sozialleistungen Kosten sind, die die Gewinne belasten. Diese gewerkschaftliche Anti-Agenda, die ist ja auch schon so tot, wie nur irgendwas tot ist. Kräht doch kein Hahn mehr nach. Ein paar Ausführungen noch zu dem, was ich für den Grund dieses Bedürfnisses in der deutschen Politik nach einem radikalen Wechsel in der Systemlogik des Sozialen halte. Zunächst mal so: Man kann dem Kanzler und seiner Regierungsmannschaft eins nicht bestreiten. Es gibt, bevor die sowas beschließen, wirklich einen doppelten sachlichen Ausgangspunkt, eine politökonomische Lage, die sie vorfinden. Die hat zwei Seiten. Das ist schon so. Da hat jetzt wieder einmal ein paar Jahre und Jahrzehnte der kapitalistische Fortschritt in der Ausnutzung von Lohnarbeit, die Rationalisierung der Lohnarbeit als Mittel der Rentabilität, gewaltet in Deutschland. Und in der Welt auch.
Und insofern ist die Lage tatsächlich vorzufinden, die der Schröder da oben ja auch bilanziert. Jawohl, das Kapital mit seinem Wachstum, das ist im Moment nicht sehr groß, eher tendiert es zum Minus, aber das ist das zweite Argument, das Kapital mit seinem Wachstum bezahlt relativ weniger Lohnabhängige beim Wachstum machen. Und es erhöht die Überschussbevölkerung von Ausgemusterten und Unbrauchbaren. Die Lage gibt es einfach. Das ist der kapitalistische Fortschritt, den der Schröder vorfindet. Ja, wo aber selber unabhängig von ihm war es nicht, da hast du recht. Den Gedanken nehme ich dir aus dem Mund. Ja. Die Wirtschaft ist 1900 international konkurrenzfähig, also das tut ja auch Wirtschaft. Das hat ja auch jahrzehntelang wirtschaftlich dafür eigentlich getan, für diese Fortschritte. Der Schlussstext, wo er sich jetzt tot drauf beruft, ein unausweichlichen Sachzwang, das Soziale, wie das aufgeführt wurde, in nur noch als ich wollte meine Kritik anders anlegen, als du sie anlegst. Lass sie dir mal kurz, hör sie dir mal kurz an, vielleicht gefällt sie dir ja auch. Ich wollte sagen, das kann man denen nicht bestreiten. Das Kapital produziert, und zwar im Fortschritt der Benutzung von Lohnarbeit, immer weniger bezahlte Lohnabhängige oder auf der anderen Seite mehr Überschussbevölkerung. Das ist so. Das Zweite, was man denen auch als sachliche Lage nicht bestreiten will, es ist Krise. Es ist Krise. Und in der Krise führt diese wunderbare rationalisierte Lohnarbeit nicht mal zu Wachstum von Kapital. Das Kapital hat was anderes hinproduziert. Kapital geht kaputt, weil es sich nicht mehr lohnend anlegen lässt. Auch wegen Krise steigen die Zahlen der Arbeitslosen, weil die Anwendung von Lohnarbeit für Kapitalisten nicht lohnend ist. Auch deswegen steigen die sozialen Unkosten mit den Schadensfällen, was auch sonst. Schaden trifft aber auch den Staat. Das kann man ihm nicht bestreiten. Der kriegt weniger Einnahmen, der hat mehr Sozialausgaben. Ja, man merkt ja, die Krise ist mittlerweile zu einer Dimension gelungen in Deutschland, dass die richtig ernstliche Handlungsfreiheitsprobleme in der Gestaltung ihres Haushalts, in ihrer europäischen Schuldenpolitik unter Maastricht und so weiter kriegen. Das ist wahr. Das ist eine Lage, die Sie vorfinden. Aber diese Lage, wenn man sie sich mal anguckt, und das ist jetzt meine alternative Art, das Thema aufzuziehen. Diese Lage könnte doch mal sprechen gegen die, die sie anrichten. Die, die in der freien Marktwirtschaft die einzigen sind, die ermächtigt sind, alle Entscheidungen über die Wirtschaft zu treffen. Die entscheiden, wie Lohnarbeit angewandt wird und wann sie nicht angewandt wird. Die Typen, die überspekuliert und überinvestiert haben. Wenn es die Lage wäre, läge der Schluss, was für ein Scheißsystem. Erstens macht es das Leben von Lohneinkommen notwendig, aber immer unmöglicher. Und zweitens haut es dann auch noch eine Überakkumulation hin, wo Reichtum in allen Händen vernichtet wird, weil er sich nicht mehr gewinnträchtig anwenden lässt. Das könnte man doch mal gegen dieses System des Produzierens und gegen dessen Herren einwenden. Die Lage ist es also überhaupt nicht, die politischen Schlussfolgerungen, die da in der Agenda 2010 gezogen werden, wie eine Sachlogik ergibt. Nein, da muss man was anderes machen, dass man auf diese schädlichen Resultate des Kapitals deutet
und die dann hinstellt wie einen Sachzwang für Sozialabbau, die dann hinstellt wie die Bedienungsanleitung, die ja wohl jedem einleuchtet, für die Politik und für alle Leute. Ja, wenn es so ist, dann muss man dem Kapital bessere Kosten machen. Dann ist doch klar, das wird ja vorgetragen, wie es ist doch wohl klar, so viele Sozialfälle sind nicht zu bezahlen. Und jetzt heißt die Wendung nicht, die Wirtschaft produziert hat, sondern weil das der Wirtschaft nicht zuzumuten ist. So, dass die Konsequenz gezogen wird, das folgt nicht aus der Lage, sondern das folgt aus der beinharten Entscheidung der Politik für das System des Wirtschaftens. Das ist der Grund für eine Agenda 2010. Mehr noch. Jetzt ein Zitat vom Kanzler, woraus der seine Entscheidungen zieht. Wir werden sowohl unsere Verantwortung als auch unsere mitgestaltende Rolle in einer multipolaren Weltordnung des Friedens und des Rechts nur dann umfassend wahrnehmen können, das will er offenbar unbedingt, wenn wir das auf der Basis eines starken und geeinten Europas tun. Das will er offenbar unbedingt. Es geht um die Rolle Europas in der internationalen Politik. Die muss nach seiner Meinung offenbar groß und mächtig sein. Aber es geht auch um die Unabhängigkeit unserer Entscheidungen in der Welt von morgen. An wen denkt er da wohl, von dem er unabhängig sein will? Natürlich die USA. Beides werden wir nur erhalten können, wenn wir wirtschafts- und sozialpolitisch beweglicher und solidarischer werden. Damit soll man solidarisch sein. Und zwar in Deutschland als dem größten Land in Europa, was die Wirtschaftskraft angeht und damit natürlich auch in Europa. Diesen Zusammenhang zwischen unseren wirtschaftlichen und damit auch sozialen Möglichkeiten einerseits und unserer eigenen Rolle in Europa und Europas in der Welt andererseits darf man nicht aus den Augen verlieren. Man merkt, dieser Mann, der bezieht die sozialen Folgekosten aus Rationalisierung und Krise gleich und ausschließlich auf den materiellen Anspruch der Nation, auf ihre Ausstattung mit Mitteln zur Machtentfaltung in Weltmarkt und Weltstaatengemeinschaft. Wo der seine Entscheidungsgründe hat, liegt in der Devise, Geld muss her, und zwar ausschließlich für die Durchsetzung Deutschlands. Und da gebricht es an Wirtschaftskraft, Deutschland so auszustatten. Also muss die her. Deutschland mit Geld ausstatten, damit soll man solidarisch sein. Das ist ja wohl wichtiger als Sozialhilfe. Deswegen, und so geht der Übergang von einer wirklich konstatierten Krise, ist Krise, deswegen ist Krise für die deutsche Politik nicht länger so etwas wie, ja, das ist halt jetzt so die Konjunkturphase, da muss man durch, da muss man den Haushalt umschichten, das ist etwas, was man durchhalten muss, sondern deswegen ist Krise eine nicht länger hinnehmbare Beeinträchtigung der Handlungsfreiheit und Macht der Nation im Verhältnis zu anderen Nationen, ihren Wirtschaften und ihren Staaten. Also wird Krise auf diese Weise zu einer einzigen imperialistischen Herausforderung an die deutsche Regierung zum Kampf. Das ist es, was der einem vorstellig macht als letzten Beweggrund für seinen radikalen Umbau des Sozialstaats. Und das gibt den Grund für den Radikalismus, zumindest für den Radikalismus im Willen bei dieser Sozialreform her. Das Rezept dafür ist dann zweimal der Lohn. Deutschland will nicht mehr nur die Konkurrenz bestehen mit niedrigen Lohnstückkosten, sondern will das ergänzen um ein niedriges Lohnniveau,
und außergewöhnlich günstige Freiheiten in der Benutzung von Arbeit. Die niedrigen Lohnstückkosten, die sollen sicherstellen, dass man mehr Verkauf von Made in Germany auf der Welt hinkriegt. Das niedrige Lohnniveau und neue Freiheiten in der Benutzung von Arbeit, die sollen sicherstellen, dass mehr Kapitalanlage auf dem deutschen Standort stattfindet, als Quelle des Wachstums, des Reichtums der Nation und der Regierung. Da merkt man noch eins, was diese Regierung antreibt. Die hat nämlich eine Einschätzung von der Weltkonkurrenzlage, in der sie gewinnen will. Wer das für erforderlich hält, noch niedrigere Lohnstückkosten, der schätzt den Weltmarkt als einen ein, auf dem man nur noch damit einen Punkt macht, dass man andere Verkäufer ausländischer Ware verdrängt. Und wer das für erforderlich hält, man muss in Deutschland auf dem deutschen Standort ein vergleichbar für Kapitalisten attraktiv niedriges Lohnniveau und Freiheiten in der Benutzung von Arbeitszeit und Arbeitsleistung organisieren, auch des Ein- und Ausstellens. Der kennt den Weltkapitalmarkt als einen, indem man Anlage auf den deutschen Standort nur durch Abzug von Anlage auf anderen Standorten organisiert, also Verdrängungswettbewerb auch in der Konkurrenz um Kapital und Kredit. Diese Konkurrenz will diese Regierung und die Opposition eindeutig auch aufnehmen. Annehmen und aufnehmen. Und das macht sie zur sozialen Lage ihrer lohnabhängigen Insassen. Wenn man dann aber wieder anguckt, was ihr einfällt als Rezept, das ist mein letztes, dann ist das Rezept Agenda 2010 auch wieder frappierend elementar und altmodisch Kapitalismus. Denn eigentlich läuft es nur auf Folgendes hinaus. Mehr Arbeit zu weniger Lohnzahlung. Das ist das Patentrezept der Nation. Das ist der alternativlos beschlossene Weg für Allgemeinwohl in Deutschland. Man kann es auch kurz fassen. Mehr unbezahlte Arbeit. Das ist der Hebel für alles, der da in dieser Agenda angepeilt wird. Der Marx hat das Ausbeutung genannt. Ich habe eine Frage zum ersten Teil. Als ich das richtig verstanden habe, was du mal an einer Stelle behauptest, das würde jetzt im Sinne des Begriffs des Tages gehen. Was jetzt so an Reformen da ansteht. Weil da dachte ich immer, dass Tagelöhner wirklich heißt, der hat nichts außer von mir aus dem nächsten Tag oder Monat nicht den Lohn. Und das war's. Aber auch bei den jetzigen Reformen kann man ja trotzdem noch festhalten, gibt es ja, wenn er keine Arbeit hat, noch Arbeitslosenhilfe. Eben da halt auch Sozialhilfe. Ja, das habe ich ja nicht gesagt, dass die jetzt von einem Tag auf den anderen den wirklich einführen. Ich habe mehr geredet über, was ist denn die Logik der Reform? Und wenn man da sagt, Lohnarbeit, Beschäftigung heißt das bei denen, geht nicht, wenn man den Preis der Arbeit für die Kapitalisten mit der Auflage, Lohnnebenkosten nennen die das, belastet, dass vom Lohn auch dann noch was übrig ist oder für welche was übrig ist, die gerade nicht in der Arbeit sind, dann hat man der Logik nach das gesagt, den Lohn muss man zurückführen auf einen Preis der Arbeit in dem Sinne, dass das Kapital ihn nur dafür zahlt, dass der Mensch in der Arbeit seinen Dienst tut. Und wie ernst die es mit dieser Logik meinen,
Das wollte ich damit belegen, dass die ja wirklich diese Umdrehung machen und sagen, diese Lohnnebenkosten, diese Sozialbelastung, die nennen das so, diese Sozialbelastung des Faktors Arbeit, ist das Hindernis für Beschäftigung, also Wachstum, also Arbeitsplätze, also Auskommen, also Allgemeinwohl in Deutschland. Wer das so sagt, da drin macht er jetzt dingfest, darin liegt die Malaise, der hat schon sich beauftragt, sehr gründlich die Logik zu verfolgen. Man muss den Preis der Arbeit befreien von dieser Belastung mit der Aufgabe, die ganze Truppe, die keine andere Einkommensquelle hat, irgendwie von ihm über Wasser zu halten. Da habe ich mir erlaubt zu sagen, dass das ist dann eigentlich die Definition des Lohnes, wie er beim Tagelöhner vorliegt. Das ist die Tendenz dieser Maßnahmen. Aber der Zwang, der auf die ausgeübt wird, die aus diesem Arbeitsleben rausgefallen sind, die Arbeitslosengeldbezieher oder Arbeitslosenhilfebezieher sind, der geht dahin, dass die Jobs annehmen müssen, die überhaupt nicht mehr an dem Maßstab gemessen werden, dass sie einen Menschen oder eine Familie dauerhaft ernähren. Ihre eigenen Termini dafür sind ja bekannt. Minijobs, sagen sie dazu. Und jeder weiß, das ist offenbar ein Beruf in Anführungszeichen, der gar nicht ein dauerhaftes Einkommen abwirft, das darauf berechnet ist, eine Familie zu ernähren. Wo die Sozialbeiträge überhaupt nicht darauf gemünzt sind, auch Phasen der Nichtbeschäftigung zu überstehen. Ich-AGs sind modern geworden. Du machst aus einem Arbeitslosen einen Pommes-Fritz-Budenbesitzer und sagst, das sei eine neue Form der Selbstständigkeit. Was in Wirklichkeit vorliegt, ist mit einem Startgeld, wenn es denn eins gibt, den Versuch der Selbstausbeutung zu betreiben. So oft und so lange das geht, wenn Kirmes ist, hier gerade vor der Tür, sonst nicht. Das ist konsequent, dass diese Maßstäbe zu Schanden werden, wenn das, was er erläutert hat, die Tendenz wird. Dass der Lohn in dieser Republik so drastisch gesunken ist, sowohl der Anzahl der Löhne nach, die gezahlt sind, wie der Höhe des einzelnen Lohnnachs, dass die Verköstigung der arbeitslos gemachten, nicht beschäftigten Menschheit von diesen Löhnen nicht mehr getragen werden kann. Dann wird den Menschen die absolute Billigkeit nicht nur aufgenötigt, sondern auch noch als ihr Konkurrenz- und Lebensmittel anempfohlen. Das kann man in der Wirklichkeit besichtigen, man kann aber auch Talkshows anschauen und merken, wie die Menschen nicht nur praktisch in ihrer Abhängigkeit in Ohnmacht versetzt werden, sondern auch geistig in Ohnmacht versetzt werden. Ich meine das. Nebenan wird das Weserstadion angestrichen. Da stehen Malerautos der Firma Schmied aus Dresden. Jetzt rechnet ihr mal aus, was ein Maler in Dresden verdienen muss, wenn sein Malerstundenlohn plus Fahrtkosten und Material für diesen Fußballverein das günstigere Angebot sind, als einen der Region zu nehmen. In Dresden vor dem Zwinger, da stehen die Malerautos aus Tschechien. Und in Tschechien kommen die Maler aus Rumänien angereist. Das schreibt der Ghostwriter für die Sabine Christiansen auf und dann erzählt sie in ihrer Talkshow, wer heutzutage noch für Lohn streikt, schafft auswärts Arbeitsplätze. Und der versammelte Unternehmerverband und nicht nur er nickt, weil einleuchtend ist. Natürlich, wenn ein Unternehmer hier 12 Euro zahlt für die Malerstunde, aber er könnte es in Dresden für 8 haben, geht er nach Dresden.
steht er in Dresden, sieht er, dass es in Tschechien für 6 geht und so fort. Und der Mensch, der hierzulande von Lohn leben muss, soll einknicken und nicken und sagen, ja, 12 Euro ist wirklich zu viel. Was beweist denn diese Kette, die ihm da aufgesagt wird? Dass jeder Unternehmer die Billigkeit des Lohns zu seiner Standortentscheidung macht und also den hier geforderten locker ausschlägt, weil er 100 Kilometer weiter einen billigeren findet und nochmal 100 Kilometer weiter wieder einen billigeren. Und irgendwann kommen sie in Thailand an und lassen dort ihre T-Shirts nähen. Letztlich gibt es dagegen überhaupt nichts einzuwenden, weil es so gemacht wird. Der Einwand aber, der dagegen fällig ist, ist der, lässt sich eigentlich drastischer sagen, dass Kapitalismus und Ernährung der Menschen unverträglich sind? Dass die Notwendigkeit, auf die da gezeigt wird, so geht das Kalkül von Unternehmen. Die ist überhaupt nicht zu bestreiten. Das ist so. Aber das spricht nicht für sie, aber das wird den Menschen immer abverlangt. Das meine ich mit geistig in Ohnmacht versetzen. Ja, nickt das ab, so ist das hier. Und in der Tat, das ist unser Einwand. So ist das hier, das ist die Notwendigkeit dieser Kalkulation. Aber diese Kalkulation ist nicht notwendig, ist unser Einwand. So muss man nicht rechnen. Die rechnen hier so und dann folgen diese Gemeinheiten wirklich notwendig. Aber rechnen muss man nicht so, dass man die Ernährung der Menschen, das ist der Begriff des Lohns, wenn er als Kost berechnet wird, als Abzug vom Reichtum des Kapitals dieser Gesellschaft bilanziert. Das muss man nicht. Es ist ja auch das Verlogene, den Arbeitern einerseits zu sagen, seid billig, verzichtet auf eure Streikforderung, ihr tut euch keinen Gefallen. Und es andererseits mit einem Versprechen oder einer Garantie zu versehen, als hätten sie dadurch, dass sie auf den Ertrag der Arbeit verzichten, wenigstens die Arbeit sicher gemacht. Warum ist es so verlogen? Kaum hat im Unternehmen A der Arbeiter genickt und gesagt, gut, dann verzichten wir auf die diesjährige Forderung. Er macht sich billiger. Dann greift ja dieselbe Logik beim Unternehmen B, das sich in dieser Konkurrenz gegen den billigeren Lohn seines Wettbewerbers durchsetzen muss, indem es den Lohn wiederum verbilligt. Dadurch ist der Arbeitsplatz bei A nicht sicher, sondern unsicher geworden. Das wird eine Spirale ohne Ende. Und aus der gibt es nur ein Entrinnen. Wenn die Wirtschaft den Lohn des Arbeiters nicht verträgt, dann kann der Arbeiter mit dieser Art von Wirtschaft nicht leben. Basta.